Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladum zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst. Ja, ich will mal kurz auf mein Team gucken. Das habe ich auf Screen ein klein wenig trainiert. Alle sind so ein bisschen im Level angestiegen. Und wir können vielleicht jetzt noch ein paar Kämpfe bestreiten. Aber ja, wir sind, glaube ich, jetzt langsam bereit, in der Arena uns zum Behaupten, zu können. Mache hier noch ein, zwei Kämpfe, aber ja. Wir fordern heute Misty heraus in der Wasserarena. So, und da ziehen wir. Das sind natürlich keine Kämpfe, das sind Pokémon Fänge. Man kämpft hier natürlich nicht mit den Pokémon. Und da haben wir Rettern gefangen. Ein weiteres Rettern. Und das gibt auch hier wieder ein paar Erfahrungspunkte. Ja, da haben wir ihn in der Pokémon-Box abgelegt. Da mein wildes Habitat. Das fangen wir uns auch gleich. Oder auch nicht. Zack. Muss man erstmal treffen. Und zack. So schnell geht's nicht. Na komm, knapp daneben. Ja. Fürst 2. 1, 2, 3, 4. Nice. Das ist drin. Am Tag wurde gefangen. Können wir alle an den Professor schicken. Wenn wir sie nicht mehr brauchen. Takiro gleich neues Level. Das ist gut. Und der ist noch der niedrigste. Der hat noch am wenigsten Kräfte. Das heißt, der ist noch am unterleveltsten. Gut, was? Nur gut. Reicht vielleicht für ein Radratz, oder? Nein, reicht nicht. Mist. Eine Menge Bälle habe ich hier verpulvert. Für das Training meiner Pokémon. Und dann war bestimmt auch bald genug gefangen, um uns das Glumanda zu holen. Ja. Takiro Level 14. Das ist gut. Dann müssten wir jetzt Alpha Dragon eigentlich noch auf Level 13 mindestens kriegen. Der ist jetzt der schlechteste, den habe ich glatt übersehen. Ja, aber so schlecht sieht es gar nicht mehr aus. Blackie ist immerhin schon Level 18. Giftpuder. Die haben auch einige neue Attacken erlernt. Das sollte man hier nicht außer Acht lassen. Dann nehmen wir das hier. 1, 2 und schwupp. Takiro hat Igelsamen vergessen und Giftpuder erlernt. Sehr gut. Schlafpuder. Da entwickelt sich wohl gerade gleich einer. Schlafpuder. Dann nimm doch lieber Schlafpuder. Dann ist es durch Giftpuder. 1, 2 und schwupp. Giftpuder, Schlafpuder. Ein Radfratz. Nein, keine Entwicklung. Ja, hatte so den Anschein bei den zwei Attacken, die auf ein Stück erlernen will. Schlafpuder ist gut, das können wir ja brauchen. Mein Pokémon-Team ist nicht angeschlagen. Nein, hat ja auch nicht gekämpft. Und dann würde ich sagen, stürzen wir uns auf die Arena. Auf geht's. Sollen wir die umgehen? Ja, wir umgehen sie mal. Damit wir hier gleich gegen Misty kämpfen können. Und uns nicht noch mit denen aufhalten müssen. Die Misty ist erstmal am wichtigsten.
So, Pepe gleich jetzt erst im Kampf, dann Elferdegen und Takiura haben wir auch noch mit dabei. Den können wir auch noch mit bewegen. Können wir auch noch als Ass im Ärmel haben. Na dann. Auf geht's, noch einmal speichern vor dem großen Kampf. Und dann holen wir uns den zweiten Orden. Auf geht's, Misty. Ich fordere dich heraus. Hey, du. Was ist dein Motto bei Pokémon-Kämpfen? Also mein Motto lautet, ein Kampf gewinnt man mit dem gnadenlosen offensiven Einsatz von Wasser-Pokémon. Also dann, bist du bereit, dagegen die weltberühmte Schönheit Misty anzutreten? Allerdings, nimm dich vor meinen Lieblingen Nacht. Auf geht's. Zwergenvieh versus Misty. Arena Letterin fordert dich raus. Inton. Na komm, los, Pepe. Du bist dran. Das ist deine Zeit. Los, Rankenhieb. Ja gut. Ich hoffe, er hält jetzt mittlerweile etwas aus. Ja, etwas. Nicht viel, aber er hält etwas aus. Ist verwirrt. Rankenhieb. Zack. So, haben wir einen Trank. Ja, wir haben sogar mehrere Tränke. Puh. Schwer wird auf jeden Fall der Kampf. Mal schauen. Ja, das hält Pepe wahrscheinlich nicht mehr aus. Beleber bräuchte man an dieser Stelle. Ah, Mann, Beleber. Jetzt haben wir aber Takiro mit im Team. Der kann, was kann der für schöne Attacken? Ich glaube, der kann noch nicht Rankenhieb, oder? Doch, kann er. Schlafbruder, na komm. Das ist das Sinnvollste. Na komm, halt's aus. Puh. Verfehlt, ach du Schande. Das ist jetzt eher schlecht als recht. Noch ein Trank. Ah, was gebe ich dafür, jetzt einen Beleber zu haben? Nicht einen, aber mehrere. Oh Mann. Das ist ziemlich bedrückend hier. Mein Team ist schon trainiert. Na komm. Takiro. Komm, halt's doch aus, Mann, verdammt. Das sieht genauso hoffnungslos aus wie beim letzten Mal. Los, Alpha-Dragon. Ja. Pikachu. Ja. Was war denn da gleich noch am besten? Zahltag. Na komm. Mach's alle. Mach's alle, sieht aber anders aus. Komm. Was du, nein. Einfach klar, nein. Es ist so demütigend hier in einem Let's Play. Gegen ein Enton. Ein einziges Enton. Ein ganzes Team. Oh Mann. Das ist deprimierend. Das kann man doch nicht zeigen. Und die Leute beschweren sich. Pokémon Let's Go Evoli ist zu leicht. Zu schwer, wie man hier sagt. Meine Fresse. Ja, man muss halt nur Pokémon fangen. Muss halt die Tatsache ignorieren, dass manche Pokémon nicht gefangen werden wollen. Und dass man halt auch Ratfratz und so weiter am hohen Gras fängt. Ja, sorry. Ich hatte bisher nicht so sonderlich Bock darauf, meinen Ratfratz in mein Team zu nehmen. Deshalb aus alter Gewohnheit, ich bin schon wieder durch den Wind. Aus alter Gewohnheit. Fange ich die mir dann halt eben nicht. Versteht ihr, was ich meine? Und dann hätte ich sie lieber doch fangen sollen. Und das ist scheiße verlaufen. Starmie. Ja, da wird Flackerbrand bestimmt einiges bringen. Ruckzuckieb. Na komm. Das bringt nicht genügend.
Das ist nicht genug. So kriegen wir das niemals hin. Doppelkick. Siedewasser. Wieso darf der zweimal hintereinander einsetzen? Das ist doch kacke. Doppelkick bringt auch nicht genug. Es bringt was, aber es bringt nicht genug. Ah, verdammt. So ein Mist auch. Das zieht mich jetzt auch ein wenig runter. Aha. Da fühle ich das auch noch vor hier, vor dem im Let's Play. Muss das sein? Okay. Blacky ist verliebt. Alles klar. Ein Trank, der jetzt hier nicht sehr viel bringt. Weil Siedewasser da einiges abzieht. Blacky ist sehr dankbar. Das freut mich doch. Dass zumindest Dankbarkeit mir entgegengebracht wird. Was zum Geier? Verbrennung. Wie kann ein Wasser-Pokémon eigentlich eine Attacke einsetzen, die Verbrennung verursacht? Was zum Geier? Eisheiler, Aufwecker, Äther, Gegengift. What the hell? Haben wir natürlich keinen Feuerschutz im Beutel. Und wenn man in eine Wasserarena reingeht, kauft man sich natürlich vorher auch keinen Feuerschutz. Ja gut, so viel dazu. Dazu so viel. Dann bringen wir es zu einem Ende. Zu meinem Ende. Ach Mann. Du beginnst zu verzweifeln. Flackerbrand. Ja, bringt natürlich recht wenig. Verbrennung. Ja, das ist gut. Das, ja, aber es tut hier nicht genügend. Ja, ich versuche hier noch zwangsläufig, irgendwie. Da scheitert es auch an der Sprache. Versuche jetzt hier noch unter Zwang hier noch das Evoli erhalten zu bleiben, zu lassen. Und ja, am Verzweifeln. Verbrennung wird da auch nicht viel bringen, vor allem weil ich auch brenne. Bis, da kommt mein letzter verzweifelter Schlag, wollte ich sagen. Da wurde es auch schon vernichtet. Ich glaube nicht, dass man das jetzt so lange noch hinauszögern kann, dass das Dami von Verbrennung weggeratzt wird, aber ja gut. Flügelschlag. Siedewasser. Ach, verdammt. Das war's doch. Kit, ja, ist halt typischer Nachteil. Mist. So ein Kack. Was wäre, wenn wir es schaffen würden, mit Evoli irgendwie das Enton zu besiegen und dann mit Pepe und mit Takiro auf das andere drauf losdreschen können. Ah, mei. Sollten wir das nochmal versuchen? Wir können ja mal die Taktik versuchen. Einfach mal mit Blacky vorne ran. Wird sie wahrscheinlich von Enton erledigt, aber ja, haben wir das schon mal versucht. Mary Kid und Effort Dragon bringen ja recht wenig. Sind ja, naja, die können wir eigentlich rauslassen. Die können wir recht wenig anfangen. Na dann, wir haben vorher gespeichert, also
können wir auch nochmal anfangen mit den ganzen Tränken loslegen. Na dann. Versuchen wir es noch ein neues Mal. Es sind doch nur zwei Pokémon, das dürfte doch irgendwie in Ordnung gehen. Das dürften wir doch wohl hinkriegen. Los, Evoli! Mach's Enton fertig. Los, Flackerbrand. Mal schauen, wie viel das gegen einen Enton bringt. Nicht viel. Aber es bringt Verbrennung. Das ist gut. Okay. Das hält Evoli aus. So. Ruck zu Hieb. Darauf setze ich jetzt stark. Okay, das bringt gut, ja. Das ist gut. Und Enton kann auch nicht so viel ausrichten. Okay, dann haben wir das Enton erledigt. Ruckzuckhieb. Na komm. Dann gleich bei Starmie die Verbrennung verursachen. Ja, nice. Dann haben wir schon mal was geschafft. Blacky erhält ein paar Erfahrungspunkte. Starmie, ich möchte natürlich weiter kämpfen. Evoli hält noch was aus. So, gleich mal Flackerbrand. Komm, lass mich einsetzen. Psywelle. Ah, warum hatte ich die denn immer den Erstschlag? Zack. So, verbrannt. Bitte sei verbrannt. Ja, nice. Das bringt schon mal einen guten Vorteil. Muss es jetzt nur noch hinauszögern. Ruckzuckhieb. Na komm. Noch ordentlich was abziehen, bevor die anderen kommen. Dann. Ah, verdammt. Was halten sie dann das aus? Aber gut. Knapp die Hälfte haben wir schon. Haben wir jetzt Pepe? Na komm. Das ist doch gut. Das kann auch noch spitze werden mit dieser Taktik. Komm, Pepe, Rankenhieb. Nutz die Gunst der Stunde. Sternschauer. Nein. Komm, halt aus. Rankenhieb. Zack. Nice. Sehr doll geschwächt. Im roten Bereich. Das wird was mit unseren zwei Pflanzen-Pokémon. Oh nein. Pepe ist am Boden. Aber wir haben noch Takiru. Komm, Takiru. Starmie ist schon fast besiegt. Na komm. Noch ein bisschen. Komm, gib alles. Rankenhieb. Attacke. Siedewasser. Halt das aus, halt das aus, halt das aus, halt das aus. Sehr gut. Und verbrennt. Ach komm. Ja, das bringt verdammt wenig. Erschreckend wenig. Aber Starmie wurde besiegt durch Verbrennung. Nice. Da haben wir es doch noch geschafft. Mit Mühe und Not, aber ja, Fluss des Schwei, wie ich mal so gut sage. Beim vierten oder fünften Versuch. Kit Level 17. Ruheort. Ja, das ist gut. Ruheort. Bitte erlernen Ruheort. Windstoß, was bringt das mir? 40. Ruckzuckhieb, naja. Ja, Ruckzuckhieb vergessen. Gegen Ruheort. Nice. Eine Letter Misty besiegt. Wow! Ich hab verloren. Du gewinnst 3040 Pokémon und gehst siegreich aus dem Kampf gegen Misty, die Arena-Leiterin Nummer 2, hervor. Na nice. Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Ich überlasse dir den Quellorden als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast. Badatz! Ein High Five mit Blacky. Du erhältst den Quellorden von Misty. Mit dem Quellorden in der Tasche gehorchen dir alle Pokémon bis Level 30, die du von anderen Trainern bekommen hast. Außerdem kriegst du noch diese tolle TM von mir. Du erhältst TM 29 Siedewasser von Misty. Du verstaust das Item in der TM-Box. Mit der TM 29 kannst du Pokémon die Attacke Siedewasser beibringen, falls sie mal ein Wasser-Pokémon haben sollte. Wende sie auf Pokémon an, die im Wasser leben. Ja, das wäre recht sinnvoll, dass man die nicht auf sein Feuer-Pokémon einsetzt, sondern kann ich da eigentlich jetzt vorbei? Ja, kann ich. Oh Mann.
Da habe ich die Trainer ja hervorragend umgangen. Trainer umgehen hier nicht ganz so tragisch ist, wie das Nichtfangen von Pokémon. Es ist ja in Ordnung. Wir müssen einfach mal aufpassen, wie wir hier mal im hohen Gras reinhauen. Müssen wir mal ein paar Pokémon mehr fangen als nötig. Ja, Lektion Nummer 1. Lektion von Let's Go Evoli. Fangen dir alle Pokémon. Alles, was du im hohen Gras so finden kannst, wirf einen Ball drauf. Auch wenn es nur ein Radfratz ist. Hey, gib mir sofort meinen Pokéball zurück. Ein Shiggy. Shiggy! Aha. Ja, dieses Pokémon ist einfach unmöglich. Da muss ich doch auf das Haus aufpassen. Hier geblieben! Ja, sie muss auf das Haus aufpassen. Da werden wir bestimmt jetzt ganz brav sein und da nicht reingehen, sondern auf die Polizisten warten. Ach, was soll's, rein da. Woli! Ja, Evoli sieht etwas. Was hast du da, Evoli? Die Tatzen führen zu einem Loch in der Wand. Ach was, das wäre mir ja jetzt gar nicht aufgefallen, dieses winzige Loch dort in der Wand. Danke, dein Hinweis. Dieses Loch, das wäre mir so ohne deine Hilfe nicht aufgefallen. Dass die Tatzen hier auf dem Boden dorthin führen, naja. Das hätte ich nicht bekommen. Diese Halunken von dem Rocket hacken bestimmt wieder irgendwelche Schandtaten aus. Allem Anschein nach eine, für die sie Pokémon brauchen, die Löcher graben können. In Wände, Löcher in Wände. Oder was? Seht ihr an, was die Rocket in meinem Haus angerichtet hat. Sie haben mir sogar eine TM gestohlen, mit der man zum Beispiel Menki oder Sandran der Tag Schaufler beibringen kann. Ja, mit Schaufler vergräbt man sich aber im Boden. Das sieht ja nach Kopfnuss aus oder so. Hat sich ein Relaxo durch die Wand gekopfnusst. So ungefähr sieht das aus. Die Horn durchgerannt. Hallöchen, wer sind Sie denn? Hey, du da. Du kannst doch nicht einfach so in andere Leute Garten rumlatschen. Hä? Was ich hier mache? Ich bin einfach nur ein Passant, ist doch klar. Kein bisschen verdächtig. Glaubst du mir etwa nicht? Klar. Kein bisschen verdächtig. Rübel von Team Rocket fordert dich heraus. Ich meine natürlich, ganz unverdächtiger Passant fordert mich heraus. Mit einem Radikal. Ist klar. Alles klar soweit. Ich würde mal sagen, Flackerband. Machen wir das Radikal sehr schnell alle. Okay, es hält noch ein bisschen aus. Aber es wurde verbrannt. So. Das hat uns den Sympath schon einiges genützt. Die Verbrennung. Los, Doppelkick. Zack, zack. So. Da ist das Team Rocket Rüpel besiegt. Das war's. Fertig. Fertig ist der Lack. Miriam reicht Level 15. Bodycheck. Ja, Bodycheck doch immer. Nach Bodycheck sah das aus. Was dort in der Wand passiert ist. Hat ja immer Bodycheck sich durchgeschlagen. Ein Relaxo mit Bodycheck, sag ich doch. Sich da durchgestanzt. Du gewinnst 420 Pokémon und gehst aus dem Kampf gegen Team Rocket Rüpel hervor. Dann ist der schon gut. Ich gebe die gestohlene TM zurück. Du erhältst TM 10 Schaufler zurück. Du verstaust das Item in der TM-Box. Also ich gehe dann mal besser. Tschö, Mitte. Na dann, verdünnisier dich. Zurück. Wollt ihr die TM zurückhaben? Hier, ich hab Schaufler.
Oh, sag bloß, du bringst mir die gestohlenen TM zurück. Vielen Dank. Aber weißt du was? Ich schenke sie dir. Ich habe beschlossen, meinen dicken Schaufler durch geduldiges Training beizubringen. Ja, wo ist denn der ganze Aufruhr? Wird mir dann einfach geschenkt. Also erstmal rumheulen. Die haben mir meine Schaufler TM geklaut. Und dann, ach, ich brauch's ja gar nicht. Komm, nimm sie mit. Hätte auch der Team Rocket Steve behalten können. Gut, nein. Strauch. Den können wir noch nicht zerschnippeln. Sind wir in einer Azuriga City? Da müssen wir einmal hier rum. Auch den Strauch können wir nicht zerstören. Ein Ball. Gut, dass wir so weit nach links gegangen sind. Feuerheiler. Ja, das hätten wir jetzt in der Wasserarena gebraucht. Klingt komisch, aber ja. Das war eine Attacke. Die hätten wir gerade bei Misty gebrauchen können. So, was steht denn hier auf dem Schild? Tipps für Trainer. Wenn du während der Entwicklung den B-Knopf drückst, wird sie gestoppt. Wie sollte ich das tun? Wie sollte ich während deiner Entwicklung den B-Knopf drücken? Oh, da müssen wir wohl mal den Weg in der Mitte nehmen. Hier. Zack. Das ist ein wilder Pokémon. Wir haben die Lektion gelernt und fangen uns die so viele Pokémon wir zumindest noch haben. So viele Pokébälle wir haben. Wir brauchen alle Pokémon-Bälle und fangen uns jedes Pokémon im hohen Gras. So unbedeutend es auch sein sollte. Es bringt zumindest beim Pokémon-Training etwas Vorteil. Ich hab's gelernt. Dann schicken wir es halt an den Professor. Ein Vulpix. Das müssen wir uns unbedingt fangen. Das könnten wir sogar ins Team mitnehmen. Ein Vulpix. Beutel. Da ist sogar ein Superball für. Na komm. Komm her, Vulpix. Komm zu Daddy. Jetzt auch noch die Superbälle verschwenden. Na, ist mir nicht so leicht zu fangen. Komm. Komm zu Mutti, natürlich. Ich bin ja hier die Zwergenfee. Bats, das ist wieder ausgebrochen. Mann! Heute für eine Himbeere. Zack, einsetzen und ups. Und noch ein Versuch, komm. Daneben. Zack, gut. Ich hoffe, gut reicht für das Evoli. Ich meine das Vulpix. Zack, ja, es reicht. Nice! Vulpix wurde gefangen. Noch ein süßes Tierchen. Für das Team. Und das Team ist eigentlich recht voll, aber wir können ja mehrere auch sortieren. Oder Alpha Dragon. Das ist Pikachu, das hier Level 13 am schwächsten mit rumhängt. Das Team. Schwächste Teamglied. Dann vergesse ich doch glatt mal Wickel. Ja, Wickel hat eh nichts gebracht. Ja. Schwupp. Wickel vergessen und Schlafpuder erlernt. Alles klar. Batterie ist alle. Der Vulpix wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Sein Fell und sein Schweif sind wunderschön. Beim Heranwachsen spaltet sich sein Schweif in mehrere Teile auf. Aha. Na denn. Ich würde sagen, da ist noch ein Vulpix. Ein kleines Vulpix, das ausschaut. Beziehungsweise ein riesiges Vulpix. Na denn. Hier noch ein Item. Oh, da steht unser Rivale. Alles klar. Da wissen wir wohl, wo wir als nächstes hin müssen. Ich würde sagen, für diesen Part war es das. Aber ja, ein Däumchen nach oben sollte euch dieser Part gefallen haben. Und wir haben Misty besiegt in diesem Part. Wir haben den zweiten Orden erhalten. Das ist doch was. Im nächsten Part geht es hier scheinbar weiter mit dem Rivalen. Und dann, ja. Klingt doch nach einem Plan. Geht bald weiter hier. Vulpixe, lauter Vulpixe hier hinter diesem Haus. Und das ist die Pension, oder was? Sieht so aus.
Willkommen in meiner Pokémon-Pension. Hier können Trainer ihre Pokémon in meine Obhut geben. Ich kümmere mich um sie. Halte sie fit. Also, was kann ich dir wie kann ich dir helfen? Ich gebe doch glatt mal meinen Pokémon ab. Dann zeig mir doch mal, welches Pokémon ich mich kümmern soll. Dann nehm doch glatt mal Mary und Alpha Dragon. Dann haben wir Platz im Team. Super. Und ja, hier. 100 Pokédollar. Ja, komm. Ja, was? Und du hast deine Mary an aus der Pokémon. Ich wollte nicht abholen. Mann! Ich wollte 2 Pokémon abgeben. Kann ich das nicht, oder was? So, Mary. Nein, ich will die abgeben. Nein, 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 nein. Gut, will nicht von meiner Seite weichen. So, Controller. Da spielt der Controller wieder verrückt. Kann ich noch ein zweites dazugeben, oder was ist los? Na komm, Pokémon abholen? Nee, ich kann nur eins trainieren lassen. Alles klar. Eier gibt's also hier auch nicht. Na dann, Mary. Viel Spaß dir hier in der Pension. Wir sehen uns wieder. Und euch sehe ich wieder im nächsten Part. Bis dahin, habt noch eine angenehme, fröstliche Zeit. Man sieht sich. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Daumen nach oben, sollte es euch gefallen haben, habe ich schon gesagt. Bis dahin. Ciao, ciao. Haut rein. Bis dahin. Jo.